Die Seele ist also sehr winzig. Noch kleiner als ein Atom. Sie befindet sich in Ihnen, in mir und in allen Menschen. Auch im Elefanten und den anderen mächtigen Tieren, in der Ameise und im Baum. Überall. Mit den Methoden der Wissenschaft kann man jedoch die Größe der Seele nicht messen. Und kein Arzt kann sie im Körper auffinden. Und deshalb kommen materialistisch denkende Wissenschaftler zu dem Schluss, es gäbe keine Seele. Aber das ist ein Irrtum. Die Seele existiert tatsächlich. Die Gegenwart der Seele unterscheidet einen lebendigen von einem toten Körper. Sobald die Seele den Körper verlässt, stirbt der Körper und wird nutzlos. Dann hat der Körper keinen Wert mehr und wird entsorgt. Wertvoll ist die Seele, nicht der Körper. Darüber sollten wir uns klar werden. Das war ein Auszug aus Die Schönheit des Selbst von A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.